Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Industrial Craft 2. Wir wollten schauen, ob mein Interface jetzt wieder kommt oder ob es jetzt wahrscheinlich komplett rumzickt. Ich mache es mal kurz nochmal aus. Ich weiß ja nicht, über wenn ich an dem System rumarbeite, wenn ich bin nicht sicher, ob es dann nochmal trotzdem macht. Es soll ein Interface herstellen. Ich soll jetzt Nether Quartz Dust machen. Schauen wir mal kurz. Machst du Nether Quartz Dust? Hier? Nee. Nee. Du bist schon fertig? Nein. Was ist denn gerade das Problem? Kann man dir irgendwie helfen? Warum verarscht mich das System eigentlich manchmal? Nether Quartz, da ist das Rezept, ist doch drin. Mache Nether Quartz, das ist Nether Quartz. Wenn aber nicht. Aber es fehlt ja auch nichts. Also das müsst ihr eigentlich gerade machen. Weil Nether. Es ist ja da. Nether Quartz, das ist da. 43622. Passiert die irgendwie nicht? 46322. Wenn ich es rausnehme, wieder reinschmeiß. Das hatte gerade irgendwie einen Hänger. Einen leichten. Jetzt ist das Interface für immer da. Welch Wunder. Na, bleibst du da. Jetzt kann ich das da wieder reinschmeißen. Das brauche ich gerade nicht. Das brauche ich eher. Drehen. So, warum mache ich das eigentlich so? Dann muss ich es automatisch füllen. Nicht auf Befehl, ich will es automatisch gefüllt haben. Dann gib mir mal einen Export-Pass. Gib mir mal den Fuzzy hier. Ach Gott, ich schmeiß gerade mal alles hin. So. Und diesen Fuzzy-Export-Pass soll zu einem. Die Kannen landen. Ich schmeiß mal testweise ein paar Kannen rein. Läuft. Und zum anderen. Rotten Flash. Sind hier 5 drin. Ich schmeiße die 4 rein. Sind 9 drin. Läuft. Gut, da kann ich da unten das Kabel wieder einsetzen. So, und jetzt machst du es ja automatisch. Dann kann ich jetzt hier noch einen Import-Pass anschließen. Da reicht, glaube ich, ein einfacher. So, dann habe ich hier jetzt immer mein Futter im System. Sprich, selbst wenn ich unterwegs... Na, klappt ja auch nicht, weil das hat bloß eine... entsprechende Reichweite. Was ist das da oben? Braun, braun, braun. Müsste mir eventuell noch was anderes überlegen, aber egal. Gut, den Crescent Hammer brauche ich gerade nicht mehr. So. Na, ich schaue mal ein paar mit Flüssigkeiten unten rein. So, das ist jetzt natürlich voll, weil viel Wasser drin ist. Es wird trotzdem als grün angezeigt, was ich nicht verstehe. Hier. Moment. Hä, was ist. Hä? Verrutscht. 15 Eimer Juju-Meter sind da drin. Das ist das hier, oder? Nee. Ich mach mal kurz so. Gib mir mal kurz das da. Gib mir mal kurz ein Bucket. Na verdammt, jetzt habe ich natürlich das ganze Wasser geklaut. Gib mir mal kurz Wasser. Danke. Da, die andere. Das machen wir mal kurz zu. Partition Liter. Hier darf nur Wasser rein. Funktioniert das? Jetzt da. Jetzt wird das restliche Juju-Meter los. Genau, jetzt ist es weg. Jetzt ist da nur noch Wasser drin. Hier ist Juju-Meter mit drin. Jetzt ist das schön aufgeteilt. Okay. Dann. Ja, hier, Wassereimer. Gut. Passt es ja. Jetzt schauen wir mal kurz nach dem Quarry. Ach genau, das habe ich gar nicht erklärt, warum ich das mit dem Quarry so gemacht habe, wie ich es gemacht habe. Achso, ja. Ich sollte den Ding hier mal umbauen. Da.
warum ich hier nur so ein kleines Feld genommen habe. Wieso habe ich jetzt ein Achievement bekommen? Egal. Ich hatte eigentlich die Idee. Ist das schon durch? Wow, das geht. Das ist wirklich schon durch. Oder? Okay, dauert ja nicht wirklich lang an sich. Genau deswegen. Obwohl, da könnte ich vielleicht doch mal größer gestalten. Tatsache, ich bin durch. Coole Sache. Na dann. Jetpack. Ich hier wieder nach oben komme schneller. Ja, die Idee war eigentlich so ein bisschen, ich brauche noch einen ganz großen, der halt ein bisschen länger braucht und einen, den ich halt ständig versetzen kann, so einen mobilen. Das habe ich ja hiermit jetzt gemacht. Lass ich mal hier durch, weil dann setze ich einfach den einfach ins Weite. Wie groß ist es nochmal? Von dem aus 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Sprich, wenn ich jetzt hier den Rand haben will, brauche ich hier 1, 2, 3. Lass mich doch mal in Ruhe. Hier den Rand. 1, 2, 3, 4, 5. Also muss es dann hierher. Okay. Also hier. Ah, eins zurück noch. Shit. Natürlich hierher. So. Genau, dann mache ich hier den Rand. Dann. Das habe ich meinen Crescent Hammer vergessen. Damit. Genau, den Chunkleader brauche ich hier gar nicht. Ich hatte irgendwie Erinnerung, dass das dann nicht weltenübergreifend funktioniert hat. Jetzt, come on. Ich gehe hier weg. So. Meinte ich im Kopf gehabt zu haben, aber anscheinend hat das nicht gestimmt. Hier ist ja auch schon wieder Nacht. Ständig ist hier überall Nacht gefühlt. Ach nein, jetzt geht das mit den Katzen schon wieder los. Jetzt wollte ich einen Crescent Hammer. Und dann habe ich ja schon wieder alles, was ich brauche. Dong dong, ja, ich baue das ja schon um. So. Warte mal. Gut, dann dich weg, dich weg. Dich dahin. Dich da, die Einstellungen sind ja gespeichert, genau. Dann brauche ich noch meine Ender-Chests. Das baut schon mal auf. So. Jawohl, warte mal. Kusch. Warte mal, ich bin kurz in Sicherheit. Ich bin mir gerade nämlich gar nicht mehr sicher. Very Plus müsste ich eigentlich auch drauf haben. Und dann könnte ich den Query vielleicht verzaubern. Was brauche ich denn dafür nochmal? Da brauche ich ein bisschen mehr. Okay, dann lassen wir es erstmal so weitermachen. Und kümmere ich mich dann mal um die Einzelteile für den neuen Query. So, was darfst du weitermachen? Nee, schon machen. So. Vor allem halt habe ich überhaupt die passende Verzauberung dafür eigentlich. Weil ich muss ja. Ich will ja eigentlich das mit Chanted Book. Shadows, Thorns, Unbreaking Thorns, Power, Smix, Might, Power, Thorns. Respiration, Feather Falling. Eigentlich habe ich ja gar nicht die passenden. Blöd. Ich kann ja trotzdem mal einen vorbereiten, das mit dem Verzaubern muss ich halt dann schauen, wie ich es mache. Query Plus, kurz. Assembly Table, Diamonds und Redstone. Wie viel brauche ich dafür nochmal? Zwei. Dir. Zwei.
Redstone 2. Ja, ich habe hier gar keine Energie, merke ich gerade. Ach, Mizis. Ach, fu. Ach, das auch noch. Stimmt, das muss ich ja auch noch irgendwo anschließen. Unten am besten. Ah, Gott. Kommt doch mal mit. Ach, ihr Katzen. Warte mal. Oder wie viele Minuten haben wir noch? Ja, nee. Mach's kurz so. So, was hocken die nämlich wieder? Also jetzt hocken sie wieder. Du sitzt schon. Brav, sitzen bleiben. Sehr schön. Dann machen wir nämlich... Irgendwie hier ist so... Warum funktioniert die jetzt eigentlich gerade nicht? Hä? Ich weiß, ich habe nicht alle an, aber ich brauche auch gar nicht alle anmachen, weil ich eigentlich genug Strom produziere. Assembly Table. Mist. So. So. So, ich brauche ja, ich hole gleich noch welche. Gold Kinesis Pipes. Nee. Hep. Wie viel habe ich denn da jetzt gehabt? 5 oder so? Nee. 3 bloß. Hä? 1, 2, 3. Oder so. Dann die Kiste daneben. Dann fliegt ein Flugzeug vorbei. Dann brauche ich kurz ein Red Alloy Wire. Hä? Warum funktioniert hier gerade nicht? Ich habe Lava, ich habe Biomasse. Ich habe einen Apfel. Ich habe einen Apfel, hallo? Hallo? Hä? Warum? Hä, warum funktioniert das jetzt gerade nicht mehr? Hallo? Hallo? Warum? State on, state off, state on. Ich sollte jetzt hier... Hallo? Warum kommt hier jetzt kein Strom an? Hallo? Shit, soll ich gleich alles abgebaut? Lava ist genügend da zum Starten bei jedem von denen. Ja. Das lädt sich aber nicht auf. Achso. Ich soll vielleicht noch auswählen, was ich machen will. Trotzdem müsste sich dabei eigentlich aufladen. Was es auch nicht tut. Hier wird es auch nicht weniger. Hä? Die haben aufgehört zu arbeiten. Hm, hallo? Off. Aber hier wird das getan und. Nee. Hä? AMG. Hier wird ja die Biomasse zum Verarbeiten angezeigt, aber der wird. Nee, hä? Was ist denn hier gerade kaputt? Ja, ein LKW fährt vorbei. Ich würde sagen, ich beende die mit ganz schnell die Aufnahme, weil es wird schon viel zu laut. Bis dahin, tschüss.